Vielleicht habe ich ein paar Details weggelassen. Frau Hauser war sicherlich keine einfache Mieterin. Ich habe die Wohnungen bzw. das Haus vor einem Jahr erworben. Und ich wollte die Wohnungen gewinnbringend weitervermieten. Und da hat Ihnen Frau Hauser einen Strich durch die Rechnung gemacht? Sozusagen. Sie hat von dem Vorbesitzer ein lebenslanges Wohnrecht im Grundbuch eingetragen bekommen. Das war mir schon klar. Aber ich hatte die Hoffnung, dass wir uns einigen können. Naja, die Abfindung war mehr als großzügig, muss ich sagen. Mhm. Von welcher Summe reden wir denn da? 30.000 Euro. Und da wollte Frau Hauser nicht drauf eingehen? Zunächst nicht. Das war mir aber auch klar. Ich meine, die Gute hat 30 Jahre fast in der Wohnung gehaust, hat ihre Kinder da großgezogen. Und dann geben Sie ihr den Stiefel? Naja, also das war jetzt für mich auch keine Kleinigkeit. Sie hat gerade mal 4 Euro für den Quadratmeter bezahlt. Renoviert könnte ich die Wohnung für das 3- bis 4-fache vermieten. Und das ist bei den Steuern und so weiter auch notwendig. Aber zum Glück hatte sich das bereits vor ihrem Tod geklärt. Warten Sie mal. Herr Baumann, Sie spielen auf die Kündigung an von Frau Hauser, oder? Die sie vor ihrem Tod hat Ihnen zukommen lassen. Das muss ja für Sie eine Erleichterung gewesen sein, als Sie die Nachricht erhalten haben, oder? Ich habe diesen Brief noch nie gesehen und ich weiß nicht, wovon meine Mutter hier spricht. Sie behauptet, sie kürzlich getroffen zu haben und bei diesem Gespräch hat sie Ihnen angedroht, dass Sie sich, Herr Hauser, in Zukunft um Ihre Mutter kümmern müssen. Stichwort Elternunterhalt. Und bei Ihrem Gehalt ist das eine ganz schöne Stange Geld. Das passt zwar zu ihr, aber wie ich schon sagte, dieser Brief, keine Ahnung. Wussten Sie denn, dass Ihre Mutter schwer krank ist? Sie hat einen Hirntumor gehabt und der war nicht zu operieren. Und da ist es doch eigentlich selbstverständlich, dass sie sich an ihren Sohn wendet. Noch dazu, wenn der Arzt ist. Wie oft soll ich Ihnen noch sagen? Wir hatten seit 10 Jahren keinen Kontakt. Und selbst wenn, es hätte nichts geändert. Auf dieser Welt bekommt jeder, was er verdient. Sie waren also nicht bei ihr, um ihr ihre Hilfe anzubieten? Nein. Mein Gott, wenn sie wirklich einen Hirntumor gehabt hat, dann kann es doch sein, dass sie sich diesen Besuch zusammenfantasiert hat. Das ist doch der Sohn von Frau Hauser. Mhm. Den habe ich neulich im Haus gesehen. Vor ein paar Wochen, meine ich. Warum? Das kann ich nicht sagen, aber vielleicht haben Sie ja einen Streit mitbekommen. Also ich kann mich im Moment nicht erinnern, aber es würde mich bei Frau Hauser auch nicht wundern. Sie wissen ja jetzt, wie sie war. Mhm. Herr Baumann, wo waren Sie gestern zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr? Ich hatte den Vormittag frei und musste mich mit Schreiben meines Anwalts rumschlagen. Ach, stimmt. Das habe ich gehört. Ihre Frau ist ausgezogen. Sie will sich von Ihnen scheiden lassen, oder? Das tut mir sehr leid. Das muss wohl sehr belastend für Sie sein, vor allem finanziell jetzt. Vielleicht wären da ja höhere Mieteinnahmen von Vorteil für Sie, oder? Ich bin auf das Geld nicht angewiesen. Meine Frau und ich, wir werden uns schon irgendwie einig. Da gibt es kein böses Blut oder so etwas. Aber was hat das Ganze mit dem Tod von Frau Hauser zu tun? Das sind Standardfragen. Wir ermitteln in alle Richtungen. Aber eigentlich wäre ich jetzt auch fertig, wenn Sie keine Fragen mehr haben. Ich habe keine, nein. Sie haben uns sehr weitergeholfen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Das freut mich zu hören. Wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, melden Sie sich. Sehr gerne. Schönen Tag noch. Was verheimlichst du uns? Ich verschweige Ihnen gar nichts. Sie hören mir nur einfach nicht zu. Nur weil ich Arzt bin, soll meine Mutter von mir GHB bekommen haben? Herr Dr. Hauser, ich habe Ihnen eine ganz einfache Frage gestellt. Haben Sie Hydroxybutansäure in Ihrer Wohnung, ja oder nein? Nein, natürlich nicht. Das ist ein gefährliches Mittel. Das ist selbst in Kliniken unter Verschluss. Warum sollte ich sowas zu Hause haben? Ja, dann haben Sie bestimmt nichts dagegen, wenn wir uns mal bei Ihnen in der Wohnung umsehen, damit wir uns selber davon überzeugen können. Auf keinen Fall, das kommt nicht in Frage. Also ohne Beschluss wird das nicht passieren. So, das reicht jetzt sowieso auch. Ich habe hier lange genug meine Zeit vergeudet. Und meine Patienten in der Klinik versorgen sich nicht von selbst. Okay. Aber halten Sie sich schon mal für weitere Fragen bereit? Danke. Die Ermittlungen scheinen auf der Stelle zu treten. Noch ahnen die Kommissare nicht, dass die Kriminaltechnik gleich neue Hinweise liefern wird. Und, was meinst du? Selbstmord oder nicht? Ich habe keinen Blassen, ehrlich. Aber eins ist so klar, der Doc ist doch verdächtig. Nur weil er nichts vom Hirntumor wusste? Ne, das und der hat uns einfach nicht in die Wohnung gelassen. Wenn ich nichts zu verbergen habe, dann lasse ich doch alle kommen. Mich nervt das sowieso, dass ich den nicht festnageln konnte.
Aber solange wir nicht den geringsten Verdacht haben, dass es kein Selbstmord war, werden wir auch keinen Durchsuchungsbeschluss bekommen. Hallo? Hier sind... Ja. Ja. Hi, Micha. Micha. Zieht euch warm an. Ich habe gute Neuigkeiten für euch. Wirklich? Passt auf, ja. Können wir gebrauchen. Hier, die linguistische Forensik. Die haben den Abschiedsbrief von Frau Hauser mit den anderen Briefen verglichen. Unter anderem auch den, den sie für ihren Sohn getippt hat. Und dabei ist Folgendes aufgefallen, es gibt einige Ungereimtheiten. Zum Beispiel hat Frau Hauser in ihrem Abschiedsbrief das Wort das mit Doppel-S geschrieben und in dem anderen mit SZ. Also wir gehen davon aus, dass die beiden Briefe nicht von derselben Person geschrieben sind. Um das aber mit Sicherheit sagen zu können, müssen noch einige Briefe da ausgewertet werden. So, jetzt können wir doch eigentlich einen Selbstmord ausschließen. Und was meint meine Lieblingskollegin? Kriegen wir jetzt einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung? Finden wir es heraus. Christian! Hä? Komm mal, hier brennt irgendwas. Dr. Hauser, was machen Sie da? Hören Sie auf! Hören Sie auf! Guck mal, was da irgendwas? Hier drüben. Was soll das denn, ne? Hey, was soll das? Dazu haben Sie kein Recht! Doch, haben wir. Das ist ein Durchsuchungsbeschluss vom Amtsgericht, vom Richter. Kommen Sie mal rein, wir klären das in Ruhe. Also, das haben wir noch im Eimer hier gefunden, das können wir noch sicherstellen. Oh, danke schön. Jo, bitte. Ach nee. Das ist der Briefkopf Ihrer Mutter. Sie verstehen das falsch. Aha. Herr Dr. Florian Hauser, Sie sind vorläufig festgenommen. Wegen des Verdachts der Tötung an Ihrer Mutter, Gertrude Hauser. Kommen Sie. Auf geht's. Der Fall der grausam erstickten Rentnerin scheint kurz vor seiner Aufklärung zu stehen. Vieles spricht für den Sohn des Opfers als Täter, der seine Mutter allerdings seit über 10 Jahren nicht gesehen haben will. Herr Dr. Hauser. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, mit der Wahrheit rauszurücken, oder? Weil die Beweise sind eindeutig. Also wenn man schon versucht, Beweise zu vernichten, dann sollte man das nicht in den letzten Sekunden machen. Ich wollte mich nicht noch verdächtiger machen. Aber ich habe meiner Mutter nichts angetan. Wirklich. Aber Sie hatten Ihre Mutter besucht, oder? Ja, vor ein paar Wochen. Ich konnte es nicht ausschlagen. Sie war immer noch meine Mutter. Aber was hat Sie dazu bewogen, nach 10 Jahren sie wieder aufzusuchen? Ihre Krankheit? Ich hatte die Hoffnung, dass sie sich auf ihre alten Tage vielleicht doch noch verändert hat. Schön blöd war ich. Sie wollte wieder nur das eine. Geld. Sonst nichts. Keine Entschuldigung, keine Reue. Sie hat noch nicht mal versucht, mit mir normal zu sprechen. Oh oh. Sowas tut weh. Also, ich an Ihrer Stelle wäre da ganz schön angepisst. Meine Mutter war ein Drache. Sie hat nur für sich gelebt, für sonst niemanden. Wenn mir an diesem Tag eines klar wurde, dann... wie sehr ich diese Frau hasse. Deswegen haben Sie sie getötet? Ich habe sie nicht getötet. Selbst wenn ich es gewollt hätte, hätte ich es nicht hinbekommen. Verstehen Sie, ich bin Arzt. Ich habe mir geschworen, Leben zu retten. Ja, sicher, alles klar. Und warum haben Sie nicht von Anfang an mit auf eine Karte gespielt? Also, wieso haben Sie nicht sofort von dem Brief und von dem Besuch erzählt? Ja, das war dumm, ich weiß. Ich hatte einfach Schiss. Und Sie hatten mich ja sowieso schon auf dem Kieker. Ja. Entschuldigt bitte, ich muss einmal ganz kurz stören. Nee, ist jetzt im Moment ganz schlecht. Nee, ist wirklich wichtig, also es kann echt nicht warten. Wir sind gleich wieder da. Ich hoffe, es ist wichtig. Ja, ist es. Dr. Hauser war es nämlich nicht. Also, wahrscheinlich nicht. Ja, ist klar. Das versucht er die ganze Zeit uns auch zu erzählen. Hast du ein paar Beweise dafür, oder? Ja, die linguistische Forensik, die hat jetzt alle Briefe ausgewertet von Frau Hauser. Und dabei ist was ganz Interessantes aufgefallen. Wir wissen jetzt also, wer den Abschiedsbrief von Frau Hauser gefälscht hat. Es gab unter den Briefen noch einen weiteren gefälschten Brief. Und ja, da haben wir hinsichtlich der Schreibweise und der Formulierung ja festgestellt, dass er dem Abschiedsbrief ähnelt. Von dem wir ja wissen, dass er gefälscht ist. Das habe ich jetzt verstanden. Ja, und welcher Brief ist es jetzt?
Die Wohnungskündigung. Frau Hauser hatte niemals vor, die Wohnung aufzugeben. Diese letzte überraschende Wendung überführt den Vermieter des Opfers. Zum Flughafen bitte, ja. Ja, okay. Und schnell. Also. Ja. Das ist der Baumann. Ey, der will abhauen, der will abhauen. Hau rein, hau rein. Hau rein. Direkt davor, direkt davor. Komm, 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 komm. Stehen bleiben. Aussteigen, raus, raus, raus. Ganz schön. Ey, sieh doch nicht. Der Fahrgast. Raus, raus, der Baumann. Hände hoch, Hände hoch. Was wollen Sie von mir? Ja. Das soll nicht wahr sein. Von wegen kein böses Blut. Brauchen Sie doch Geld für Ihre Scheidung? Sie haben nichts gegen mich in der Hand. Ja, och, ja, ich glaube schon. Wir haben einen gefälschten Abschiedsbrief, eine gefälschte Wohnungskündigung. Sie waren gut, aber wir waren besser. Und ich sage Ihnen eins, wenn die Kollegen Ihre Wohnung durchsuchen, werden wir mehr finden. Und vor allem Ihr Gepäck. Da wird mit Sicherheit auch was zu finden sein, oder? Ohne meinen Anwalt sag ich nichts mehr. Ja, den brauchst du jetzt auch, Kollege. Nee, den brauchst du auch. Sie sind festgenommen wegen des Mordes an Gertrude Hauser. Und jetzt schweigen Sie. Oh